Darf man in einem zum Beispiel Dönerladen essen gehen, der Alkohol verkauft? Ihr solltet eine Sache wissen, liebe Geschwister, wenn ein Muslim irgendwo hereingeht, dann fragt er sich nicht, schmeckt die Sache, sondern er fragt sich, ist die Sache erstmal halal? Und dann fragt er sich, ob die Sache schmeckt oder nicht. Erstmal klären wir, ob das halal, das heißt erlaubt ist oder nicht. Das ist das Wichtigste erstmal. Natürlich sollten wir eine Sache wissen. Wenn wir zu einem hereingehen, der Alkohol verkauft, ist er für uns vertrauenswürdig oder eher weniger? Was denkt ihr? Weniger. Der ist für uns nicht vertrauenswürdig. Weil wer in der Lage ist, Alkohol zu verkaufen, so ist leider davon auch auszugehen, dass er in den anderen Themen nachlässig sein wird. Ich sage nicht, dass das wirklich total gegensätzlich ist. Es gibt manche, der verkauft Alkohol und hat auch Halalfleisch. Wir wissen das. Aber das ist nicht die Mehrheit. Deswegen, man geht besser nicht in so einem Laden essen, weil man hier davon ausgehen muss, dass diese Person auch nachlässig mit den religiösen Geboten ist, was er uns beweist, indem er Alkohol verkauft. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat alle Personen verflucht, die nicht nur den Khamr trinken, die ihn auch verkaufen. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte in einer Überlieferung bei Abu Dawud: "Idha harrama Allahu shay'an, harrama thamanah." Derjenige, der, wenn Allah eine Sache verbietet, dann verbietet er auch dessen Preis. Das bedeutet, dass dieser Alkohol verkauft wird. Und deswegen, ein Muslim sucht sich diese Geschwister aus, die Allah fürchten, die versuchen, alles halal zu machen. Haben sie nicht mehr Anrecht darauf, dass wir sie unterstützen, sagt es mir. Warum sollen wir jemanden unterstützen, der gegenüber Allah Azza wa Jal etwas tut, was den Zorn Allahs Azza wa Jal bewirkt? Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.